Dach zusammen in den Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat und Telefone eine Schnur hatten, also vor urgrauer Zeit, ging die Weihnachtszeit tatsächlich bis in diese Woche. Auch der Weihnachtsbaum wurde erst an Maria Lichtmess, also am 2. Februar, entsorgt. Das ging nur deshalb, weil er in der sogenannten guten Stube stand. Also ein Zimmer, das nur ganz selten im Jahr benutzt wurde und ansonsten ungeheizt war. Heute hätte am 2. Februar unser Weihnachtsbaum keine Nadeln mehr. Obwohl Josef Beuys, dessen 100. Geburtstag wir ja dieses Jahr feiern, also Josef Beuys hat immer seinen Weihnachtsbaum so lang stehen lassen, bis dieser keine Nadeln mehr hatte. Er brauchte die abgefallenen Nadeln für Kunstwerke. Nun ja, da fällt mir immer der böse Satz von Ephraim Kishon ein, der da lautet: Ich glaube nicht, dass die moderne Kunst eine Verarschung ist. Ich weiß es. Böse, böse. Obwohl man das so natürlich nicht sagen kann. Im Columba-Museum in Köln habe ich gelernt, wenn man behutsam an moderne Kunst durch Experten und deren Erklärungen herangeführt wird, dann öffnet sich das Herz oder die Augen für moderne Kunst. Dennoch, als konservativer Sack ist moderne Kunst in der Regel nichts für mich. Nee. Fällt mir ein herrlicher Witz zu ein. In einem Museum für zeitgenössische Kultur und moderne Kunst steht eine Gruppe vor einem Werk, das an der Wand hängt. Das hat was, sagt jemand, und der andere bestätigt, ja. Also schon allein diese Reduzierung dieses Werkes auf die ursprüngliche, einfache Form der Röhre. Und dann, so sagt ein weiterer, die Farbe. Rot. Rot ist ja sowohl eine Alarmfarbe als auch die Farbe der Liebe. Richtig, der Liebe, sagt ein anderer, denn siehe, guck mal, oben an dieser Röhre ist eine kleine Ausbuchtung wie ein Hebel, wie eine Nase, verbunden mit der Röhre durch einen kleinen Ring. Genau, sagt der eine, Rot, Farbe der Liebe und Ring, Zeichen der Liebe. Allerdings wird die Liebe auch kritisch gesehen, denn der Ring ist nicht aus Gold, sondern aus einem einfachen Draht. Ja doch, genial. Also das hat was. In der Nähe steht der Museumswärter. Sie rufen ihn und sagen, hören Sie mal, hier ist gar kein Schild dran, wer dieses geniale Werk geschaffen hat. Wer war das? Wer war der Künstler Gendersternchen in? Worauf der Wärter sagt, es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber das ist kein Kunstwerk, Sie stehen vor dem Feuerlöscher. Ist das nicht herrlich? Nee, moderne Kunst ist nichts für mich. Ich halte mich an den Satz von Hans Konrad Zander, der da sagte, bei der modernen Kunst ist es wie in der Religion. Beide haben eine offene Flanke zur Spinnerei. Nein, Kunst sollte für mich gegenständlich sein, womit ich geschickt überleite zu meinem neuen Buch, das diese Woche erschienen ist. Unseren täglichen Trost gib uns heute. Und auf der Rückseite, Okipas, ist dieses wunderbare Bild, was meine Bekannte, die Künstlerin Nadine Rexwinkel, extra für das Buch gemalt hat. Herrlich, ne? Denn im Jachten des Lebens ist Kunst und Humor der beste Dung, das sagt der Bergische Jung. Wunderbares Buch, herrlich.